Hallo liebe Leute, Dr. Dexe hier mit ja, Balance Manifesto. Nun, was soll ich sagen, Leute? Ich bin etwas enttäuscht. Ich hoffe, die Patch Notes werden es verbessern, aber im Moment bin ich sehr demotiviert. Ich sag mal so, es hat zwei Punkte, das Balance Manifesto. Erstens, es gibt so ziemlich keine Nerfs, sondern nur Buffs. Das heißt, die Spells, die bisher nicht gespielt wurden, wurden, also Playstyles, die bisher nicht gespielt wurden, wurden gebufft. Also Self-Cast Arc, Self-Cast, weiß ich nicht, Valve Flame Blast oder sonst was, wurde alles gebufft um relativ ordentliche Zahlen, 50 bis 60%. Ich glaube, hier gab es eine ganz gute Tabelle. Genau, hier gab es eine ganz gute Tabelle. Also hier 64% Buff, 64% Buff, 50% Buff. Also im Durchschnitt so zwischen 45 und 60% Buff von sehr, sehr vielen Skills. Und viele sind interessant. Magma Orb, Fireball und und. Wir werden das genauer uns noch anschauen. Alles. Ja. So, aber alles wurde gebufft, ist gleichzeitig auch scheiße. Und zwar der stärkste Self-Cast. Bild ist Ignite Val Deton, also Ignite DD oder Ignite Val DDI eigentlich. Und das Bild ist erst, jetzt werden viele Leute sich denken, ja gut, klar, das Bild ist stark, aber so stark kann es gar nicht gewesen sein. Guckt euch die Prozente an bei PoE Ninja oder so. Das haben doch gar nicht so viele Leute gespielt in Softcore Trade League. Und das ist ja da, wo es raum geht. Nee, ihr dürft nicht vergessen, dass dieses Bild erst entdeckt wurde. In ungefähr so ein, zwei Wochen vor Gauntlet, beziehungsweise beim Gauntlet. Und da war die Liga ja eigentlich schon tot. Sprich, 99% der Spieler haben gar nichts von dem Bild mitbekommen in der jetzigen Liga. Das Bild ist erst bekannt geworden, als die Liga schon tot war. Also sprich für die Races. Und jetzt wurde das Bild halt richtig bekannt gemacht durch viele Streamer, englischsprachige Streamer. Und jetzt weiß halt jeder, dass es OP ist. Und nächste Liga, also die jetzt kommende 3.17, wird halt dominiert durch eben die Builds, weiterhin Seismic Trap wahrscheinlich und eben Val DD auf Ignite. Die haben Ignite um 28% genervt. Das ist zwar viel, aber bedenkt man die Zahl, dass das Ding pro Cast 50 Millionen DPS ohne Investment ungefähr macht. Ist das halt lächerlich niedrig. Wenn man das vergleicht mit dem zweitbesten Skill, also nimmt so ein Skill wie, wie heißt der nochmal? Discharge, genau. Discharge ist zum Beispiel ein, es gibt YouTube-Videos, die Discharge als, ja, den One-Shot-Skill bezeichnen und ihn super loben, weil er so ein krasses Ignite machen kann, wenn man 20 Stacks hat oder so. Also von mir aus, ihr habt 10 Endurance Charges, weiß ich nicht, 10 Frenzy Charges oder sonst was. Also ihr investiert richtig viel in Discharge und castet es, dann seid ihr immer noch am weniger Schaden, als Val DD macht. Und zwar weitaus weniger. Ich kann euch jetzt keine genauen Prozente sagen, aber die Zahlen halt von allen anderen Skills sind lächerlich. Also wenn ihr sowas wie Feuerball vergleicht mit Val DD, das ist ein Zehntel des Schadens. Also ihr könnt niemals im Leben nur irgendein Skill, selbst nach allen Buffs, die müssten Feuerball um, weiß ich nicht, 500% buffen. Und selbst dann wäre das vielleicht nicht mehr, noch immer noch nicht stark genug als Val DD. Also das Ding ist so viel stärker als alles andere, dass ich persönlich im Moment eher das echt schwarz sehe. Und ich bin halt, also warum sehe ich das schwarz? Weil ich das Bild halt schon seit drei Ligen fast spiele. Ich habe das jede Liga gespielt und diese Liga werde ich halt wieder zocken, so wie es da ausschaut. Die haben sogar das Bild zwar hier bei Ignite um 28% genervt, aber sie haben dem Bild Quality of Life gegeben und zwar nicht wenig. Die haben nämlich das Bild gebufft, witzigerweise. Also, ganz ehrlich. Hier, Detonate Problem gibt zu viel Schaden. Hä? Im Endeffekt, das, was Detonate Dead jetzt macht, ist, dass ihr bei solchen Fights wie Shaper, dass es eben konstanter ist. Also bei Shaper war das das Schlimmste. Bei Shaper hast du super lange gebraucht, um den Damage durchzubekommen, weil sehr viele Spectres hat. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, deinen Spectre zu beschwören, 15%. Sprich, jeder Val DD wird immer den fetten 800%
Spectre treffen und immer den konstanten 50 Millionen per Cast Damage oder so durchbekommen. Also es ist quasi jetzt immer der fette Schaden da, nicht nur manchmal. Und das ist ein Riesenunterschied. Also das ist, es ist sowas von ein geiler Buff für DD sogar, dass der das eigentlich schon allein, also ganz ehrlich, das ist halt ein Buff. Das ist kein Nerf, das ist ein Riesenbuff für Quality of Life. Und zusätzlich kommt natürlich dazu, dass ihr jetzt nur noch ein Spectre nehmen müsst. Und das heißt, ihr müsst jetzt nur noch den allerbesten Spectre mitnehmen. Ihr hattet bisher eben nämlich zwei Spectres mitgenommen, den Lithomancer und den Stoneflyer. Und der Stoneflyer ist häufiger gestorben. Und jetzt müsst ihr das nicht mehr machen. Jetzt nehmt ihr nur noch zweimal den Lithomancer mit. Und jetzt habt ihr zweimal den fetten Spectre, der weniger stirbt. Das heißt, ihr müsst zwischen den Maps seltener nachbeschwören. Das heißt, ein zweiter Quality of Life Buff. Also, ja, das Bild wurde aus meiner Sicht gebufft. Und wenn ihr denkt, dass der Schaden, wie gesagt, 30% klingt viel, aber wie gesagt, bei 50 Millionen Damage plus, dann ist das jetzt halt 38 Millionen. Ganz ehrlich, das macht keinen Unterschied. Und um gutes Beweisvideo ist hier ein Softcore, die Variante in Softcore wird nicht auf Necro gespielt, sondern auf Ela, weil der Ela hat 4 Damage-Ascendancies gegenüber dem Necro. Aber es ist knapp, ne? Ganz ehrlich, das hier ist die Full-Damage-Variante mit Elementalist. Und die Necro-Variante ist nicht viel schlechter, aber extrem viel defensiver. Also das hier ist aber auch nicht gerade untanky. Also das ist jetzt eine Softcore-Variante mit mittelmäßigen Gear. Also ihr könnt euch hier Pastebin anschauen. Das ist der Typ, der das Bild bekannt gemacht hat. Ein Koreaner. Witzigerweise immer der Koreaner, der auf solche Ideen kommt. Aber ja, hier ist ein Bossfight. Er fängt, guckt euch die Zeit an. 19 Sekunden fängt The Feared an. Der schwerste Boss im Spiel, ja. Das sind 5 Bosse auf einmal. Er muss halt 5 Bosse auf einmal treffen. So, und jetzt fängt der Bossfight an. Er castet einmal auf Azeri, Azeri tot. Castet den zweiten, tot. Dritten, tot. Vierten, tot. Und der letzte Boss, letzter Cast, zack. Tot. Fertig. 15 Sekunden. The Feared. Das Bild hat keine 50 Millionen DPS, das Bild hat, wie ihr euch vorstellen könnt, so 150 Millionen DPS. Und das mit einem defensiven Gear. Der Typ hat 8.500 Leben. Er hat relativ tankiges Gear für Softcore. Also für Hardcore würde ich persönlich noch weiter tankiger bauen, ne? Weil ganz ehrlich, ich muss den Bossfight nicht in 15 Sekunden schaffen. Es reicht vollkommen aus, wenn ich den in 30 Sekunden schaffe. Und so sieht das halt auch so in Hardcore. Das Bild ist so broken! Und ja, ich bin, ey, ganz ehrlich, ich bin so buff. Am Anfang habe ich die Patchnotes gelesen und fand alles super. Ich war so froh. Ja, geil, Fire Trap wurde gebufft und Traps wurden genervt und jetzt am Ende lese ich, dass Detonate Dead nicht verändert wurde. Und das ist einfach nur ein Riesenschlag. Ich weiß nicht, ich find's schade. Weil das Ding überschattet einfach alles andere. Und die zweite Sache ist auch mit Traps. Seismic Trap hat, glaube ich, die Poison-Variante hat auch nicht wirklich einen Nerf bekommen. Da enthalte ich mich so ein bisschen und verlinke eher andere Leute, die das häufiger gespielt haben. Also ich habe das gar nicht angefasst. Trapper ist nicht so mein Playstyle, aber ich habe jetzt von Darky und so gehört, dass der der Meinung ist, dass das nicht genug genervt ist. Ich glaube, ja, das wird jetzt ein Race zwischen Seismic Trap und Detonate Dead sein, so wie letzte Liga. Also ich sag mal so, mein Bild, das ich eigentlich vorhatte zu spielen, wurde gebufft und ich bin eigentlich froh darüber. Es ist ein Buff für mein Bild. Das heißt, ich komme vielleicht jetzt auf 2 Millionen DPS. Aber merkt ihr diese lächerliche Aussage, dass ich froh bin, auf 2 Millionen DPS zu kommen? Und das ist viel in Solo-Selfer und mit tankigen Gear. Aber im Vergleich zu einem Detonate Dead ist das halt lächerlich. Ja, und das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder Detonate Dead spielen, keine Ahnung. Feels bad. Warten wir die Patch-Notes ab. Also, ich glaube, keine Ahnung. Also, die Leute, die Ahnung haben, sind aufgebracht und verstehen es nicht. Die Leute, die keinen Plan haben, die interessiert das halt nicht. So sehe ich das. Jo. See ya.